Buenos días, compas. Aquí estoy con la delegación, con la Comisión de Salud Mental, o sea, autodefensa mental, o como se llame. Entiendo que les mandan muchos saludos a la delegación y les están esperando con mucho ánimo. Y bueno, como ahí aquí trabajan el asunto de la autodefensa mental y de cómo nos cuidamos entre nosotros y cómo de manera colectiva nos mantenemos en resistencia para no claudicar y nada. Ya tienen algunas preguntas y bueno, ahorita voy a ver cuáles son las preguntas de las y los y las compas y a ver para que les podamos mandar las preguntas al barco y ya pueden navegar con ustedes. Bueno, a ver qué tal. Hola, don Durito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo la pregunta, ¿qué les ayuda de cuidarse uno a otro? ¿Y cómo tratan los conflictos entre ustedes? Hallo, ich frage mich, wie können wir kollektiv heilen und wie können wir tiefe Beziehungen aufbauen und uns in diesen eigentlich gemeinsam weiterentwickeln? Hola Dorito, pues yo tengo las preguntas, ¿cómo le tratan al miedo y qué significado tienen las utopías para la salud mental? Hola, don Dorito. Yo también tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo logran la conexión entre la cabeza y el corazón? Y otro, ¿quién toma la iniciativa para cuidar a las personas que están mal? Adiós. Hola, Dorito, ¿qué tal? Mira, yo tengo la pregunta, ¿cómo ven ustedes su relación hacia el mundo, hacia la naturaleza y hacia los demás seres humanos? Y aparte me pregunto, ¿les pasa mucho también que las personas no escuchan bien o no se sienten escuchadas y que se confunden los ataques y las críticas? Y entonces, ¿cómo manejan eso? Bueno, esas serían mis preguntas. Chao. Hallo Dorito, auch ich habe ein paar Fragen an dich. Und zwar frage ich mich, ob es einen gemeinschaftlichen Umgang mit Repression und Trauma bei euch gibt und wie der aussieht. Meine zweite Frage ist, wie ihr trauert. Und dann würde mich noch interessieren, nein, mich würde noch interessieren, wie ihr mit sexualisierter Gewalt innerhalb der Gemeinschaft umgeht. Vielen Dank. Hallo Dorito, ich habe auch ein paar Fragen. Wie wird mit Behinderung umgegangen und wie wird Care-Arbeit strukturiert in der autonomen Organisation? Tschüss. Hallo Dorito, ich habe auch noch zwei Fragen an dich. Und zwar, wie können wir positiv bleiben und uns trotzdem mit dem Leid der Welt befassen? Und wie können wir mit offenem Herzen kämpfen? Wenn der Morgen dich mit Angst begrüßt und du weißt weder ein noch raus, wenn die Unruhe dich nicht schlafen lässt, passt aufeinander aus. Wenn du zerbrochen bist und nicht mehr weiter weißt und die Hoffnung hängt sich auf, wenn du kein Licht mehr siehst vor lauter Dunkelheit, passt aufeinander auf. Wenn du nicht mehr weißt, was dir gut tut und nicht mehr sagen kannst, was du brauchst, wenn du dich selbst verloren hast, passt aufeinander auf. Wenn du weg willst und du
weißt nicht wohin, obwohl du alles hast, was du brauchst. Dann renn weg, um wieder anzukommen, passt aufeinander auf. Wenn das Ziel so fern ist und der Mut so klein und die Sehnsucht treibt dich auf, bleib doch noch, bleib einfach da, passt aufeinander auf. Wenn du die Wunden mit verseuchten Fäden nähst und du findest keinen Weg raus, wenn das alte Muster dir durchs Haar streicht, passt aufeinander auf. Wenn die Welt sich dumpf und morsch anfühlt und du hast Steine in Brust und Bauch, mach irgendwas, wein, schrei und tanz, passt aufeinander auf. Wenn du glaubst, dass das Leben nicht mehr weitergeht und dass da niemand ist, der dich braucht, der Schmerz geht vorbei, glaube mir, passt aufeinander auf. Wenn die Steine sprechen, weil der Zorn groß ist und auf den Straßen hängt dichter Rauch, verliert nicht den Kopf, bleib zusammen, passt aufeinander auf. Wenn du nicht weißt, wo du dich halten kannst und der Sturm frisst schon dein Haus, hol dir Hilfe, das geht nicht allein, passt aufeinander auf. Ich werde bei dir bleiben und dich erinnern, dass du stark bist. Ich vergesse das manchmal auch. Diese Scheißzeit geht vorüber, sie fängt an und sie hört auf. Ich werde dich in den Arm nehmen und dich beißen, diese Stunden kenne ich auch. Ich bleibe hier, ich bleib bei dir, passt aufeinander auf. Passt aufeinander auf, pass auf dich selber auf. Los, tschüss. 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 Tschüss.